Good morning, Kalimera. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich komme gerade vom Sport mit meiner Personal Trainerin. Sitze hier auf der Terrasse. Genieße zum Durchatmen mal noch ein bisschen die Sonne, bevor ich unter die Dusche hüpfe und dachte, ich komme mal live hier vorbei. Weil. Was mir ebenso beim Sport nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einem zeigt, was wie wo zu machen ist. Bring dir ein Beispiel. Als die Personal Trainerin habe ich ja jetzt schon seit 2 Jahren an meiner Seite. Hier bei uns im Haus, unten im hauseigenen Fitnessraum. Zweimal die Woche treffen wir uns. Und sie hat so auf mich abgestimmt, gab es natürlich eine Steigerung vom Programm her. Im Großen und Ganzen sind es aber dennoch immer so die gleichen Übungen, nur mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die ich ja kenne. So, wenn wir jetzt nicht hier auf Zypern sind, je nachdem, wo wir sind und wie lange wir irgendwo sonst sind, machen wir das Training auch online über Zoom. Natürlich abgespeckte Variante. Ich habe dann einfach nur Gewichte dabei und so Stretchbänder und sowas, was wir normalerweise unten dann im Studio nicht machen. Aber um einfach fit zu bleiben. Und jetzt könnte man ja meinen, nach 2 Jahren Training kann ich das selbst machen, diese Abläufe. Könnte ich auch. Mache ich aber nicht, weil jeder von uns, also auch ich logischerweise, hat ja so eine Instanz in sich, so einen inneren Schweinehund. Man macht das ja dann nicht so in dem Stil, wie es eigentlich erforderlich ist, damit man auch fit bleibt. Also ich denke jetzt gerade so an eine der letzten heutigen Übungen, wo sie sagte so, one time more, second time, und hat dann gezählt, 10, 9. 8, 7 und one more time more. Das macht man ja nicht und das ist mir ja dann auch schwer gefallen, da über meine Grenzen zu gehen, weil mein Kopf längst gesagt hat, oh nein, ich schaffe das nicht noch ein zweites Mal, oh nein, ich schaffe das auch nicht noch ein drittes Mal. Das macht man ja nicht. Und so ist es auch mit anderen Dingen im Leben. Wenn es jetzt darum geht, dass du in deinem Leben etwas verändern möchtest, weil du mit der beruflichen Situation unglücklich bist oder mit der finanziellen Situation oder auch im Hinblick auf der privaten Situation, private Ebene, was auch immer, egal. Wir können Bücher lesen, die gibt es zuhauf. Wir können zuhauf Kurse und Seminare besuchen. Aber nichts ersetzt eine individuelle auf dich abgestimmte Begleitung. Das kann einfach nicht funktionieren. Wir können uns ansonsten, das wäre das Gleiche, wenn ich es jetzt aufs Personal Training bezeichne, wenn ich einfach nur ein YouTube-Video mir angucke mit Übungen, kann ich auch machen. Aber ich werde nicht über meine Grenzen gehen. Ich werde meine Komfortzone kaum verlassen. Wenn ich nach dem dritten Liegestütz schon keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Wenn jemand aber an meiner Seite ist und feuert mich an und sagt, so, yes, it's next time. Und zählt, one time more, one time more, one time more. Dann funktioniert das Ding. Und dann entwickle ich mich in dem Falle mit meinem Body, mit meinem Körper, ja auch weiter. Und genauso kannst du das auf alle Bereiche beziehen in deinem Leben. Und das ist das Geheimnis, wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann braucht es einer individuellen Begleitung für dich, die dich an die Hand nimmt. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Hier ist morgens immer ein Vögelchen. Wenn ich hier sitze, dann kommt es immer, setzt sich aufs Geländer, ist jetzt zwar darüber gehüpft, aber es ist jetzt hier gerade auf den Boden gekommen, so nach dem Motto, hallo, ich bin wieder da. So schön. Ja, also das wollte ich mal eben nochmal mit dir teilen. Denk mal drüber nach. Wie oft hast du dir Dinge vorgenommen? Vielleicht auch im Sport. Jetzt ziehe ich das durch. Jetzt mache ich regelmäßig Sport.
wenn wir irgendwo auf der Welt unterwegs sind und ich nehme mir vor, weil es einfach der Rahmen nicht unbedingt hergibt, online das Training zu machen, wegen Zeitverschiebung, weil es einfach zu heavy ist, dann nehme ich mir jedes Mal vor, ich mache es alleine, aber ich mache es einfach nicht. Und schon gar nicht eine Stunde. Ich mache vielleicht ein paar Übungen für mich selbst, aber ich ziehe kein Training alleine eine Stunde lang durch. Wenn wir da radikal ehrlich zu uns selbst sind, so sind wir einfach gestrickt. Wenn wir aber jemanden an unserer Seite haben, die uns immer wieder Neues hinschubst, komm, das schaffst du jetzt, jetzt geht's in die Richtung weiter, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, dann komme ich von A nach B. Das ist einfach so. Das ist mit allem im Leben so. Und deshalb nochmal ein kleiner Reminder. Komm in die Akademie, melde dich an, lass uns gemeinsam deinen Seelenplan entdecken, deinen Seelenberuf daraus kreieren, was Auswirkungen auf dein gesamtes Leben, beruflich, privat und auch gesundheitlich, unweigerlich haben wird. Irgendwo im Steckbrief, irgendwo in der Nähe von diesem Video, in der Bio oder in den Futures, findest du den Link, klick drauf, melde dich an und lass uns alles gemeinsam weitere machen, damit du, guck mal, es ist jetzt schon fast Dezember, damit du wirklich durchstarten kannst ins neue Jahr und Lichtblicke am Horizont sind und du dein Leben endlich mal auf das Level bringst, von dem du schon so lange träumst. Es ist so viel mehr für dich möglich, als du es eben für möglich hältst. Also, trau dich, melde dich an. Je größer der Widerstand, umso größer das Potenzial, das du da entdecken wirst, umso größer die großartigen Dinge, die da für dich entstehen, wenn du die Klarheit hast zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelenberuf und damit auch dein Leben gestalten kannst im Hinblick auf die Geldenergie, die es braucht, im Hinblick auf, wie ich es gerne nenne, Seelenfreudegeld. Let's go. Hab noch einen schönen Tag. Sonnige Grüße. Ciao, ciao.